So, herzlich willkommen zurück zu Folge 11 des Landwirtschaftssimulator Spielstands Baden-Württemberger Land oder La ba nicht Baden-Württemberger Land, sondern Württemberger Land. Ja, wir sind hier immer noch an Feld 36 dran, wo wir hier mähen müssen. Das werden wir jetzt einfach mal, das werden wir jetzt einfach mal tun. Wenn wir mit dem Mähen fertig sind, dann können wir das nicht so machen. So, Feld 34 ist der Dünger leer. Das heißt, wir müssen da welchen nachkaufen und den abholen. Das könnten wir mal machen und ja, dann können wir da an Feld 34 auch weitermachen. Dazu müssen wir jetzt einen kleinen Sprung machen. Wir müssen hier zuklappen. Hallo, zuklappen. So, erst so machen und dann zuklappen und dann fahren wir quasi. Dann fahren wir zum Shop und holen uns unsere Ration. Also, mit dir spannen kann ich den jetzt hier überholen, weil die so langsam fahren, die Autos. Das ist schon Wahnsinn. So, also. Kurz vor der Brücke überholen wir den jetzt noch. So, also wir werden jetzt hier auch keinen Blödsinn veranstalten. Was ist hier los? Was hier passiert? Das ist natürlich doof hier. Sollen hier einer lang kommen, ey. So, jetzt haben wir ja. Guck mal, jetzt sind wir hier auf jeden Fall mal beim Lidli. Da kommt nichts mehr vorbei. Aber ich weiß, wie ich's löse, das Problem. Und zwar stellen wir einfach den Verkehr einmal aus. Verkehr aus. Und dann ist das. So, dann kann der Verkehr wieder an. Und dann ist das wieder gelöst, das Problem. Also wir müssen jetzt quasi hier lang. Und müssen jetzt hier rein und müssen jetzt quasi hier Düngemittel nachfüllen. Das hatte ich ja schon gesagt, dass wir das holen müssen. So, zweimal steht hinten bereit, holen wir uns ab. So. Dann müssen wir mal kurzen Moment warten, bis das fertig ist. Bis wir wieder zu unserem Einsatzort fahren können. So. Hoppala. So, jetzt fahren wir quasi wieder zurück. Hier, genau, hier hoch. Und dann müssen wir das. Dann müssen wir da weitermachen. Oh Gott, was machen die denn da, ey? Wieso sind denn die alle so blöd, Alter? Der steht da einfach. Verstehe das nicht. So, gut. So, dann gucken wir mal. Da ist überall noch nicht gemacht. Ich muss halt gucken, wo ich war. Mich verarschen oder was? Hier ist es doch. Mensch.
Macht denn der, ey, Mann, Alter, ich kann denn nicht einfach mal da starten, wo ich das will, ey. Was macht der denn da jetzt? Klar, keine Filter. Wieso war das nicht aktiviert? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Naja, gut. So, wir zurück zum Rasenmähen. Mann, wir müssen das doch anhängen, da, ey. Das dauert ja sonst Jahre, da, ey. Ich finde aber das Ding hier nicht so gut hier. Das ist kein guter Rasenmäher hier. Da kriegen wir die nicht so gut, also die Felder nicht so gut abgemäht, finde ich. Das Ding finde ich echt scheiße. So, landwirtschaftliche Sachen sind das. Wir müssen natürlich, also wir sind jetzt gleich fertig mit dem Mähen und dann fangen wir an, das Feld zu schwadern. Das ist schon mal ganz gut. Wollen wir die Siloballen da draus machen. So wie es aussieht, wendet sie ja diese Rundballen. Ja gut, also diese Ding, das vergrößert halt so ein bisschen die Fläche von dem von diesem Bereich, den man dann abmäht. Das ist schon eine Erleichterung, Ding. Aber es ist halt auch ein bisschen mühselig, gerade so wenn man damit drehen muss. Es hat ein bisschen, ja, ein bisschen. Das ist halt so ein bisschen schlecht in der Handhabung. Ja, das ist halt, das ist zum Beispiel cool, wenn man das so eine Sachen im Multiplayer spielt. Also wenn man jetzt gerade solche Sachen wie dieses Abmähen, ist halt eine ganz coole Sache, wenn das im Multiplayer passiert. So, das ist ja jetzt alles schön gemacht. Und so, jetzt hat alles schön gemäht. Ne? Jetzt machen wir gleich das nächste. Also. So. Dann machen wir einfach. Dann das einfach. Nee. Dann einfach das Ding hier abmachen. Dann mal weiter springen, und zwar ist das ja jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt den Auftrag abschließen und können jetzt so Feld 33 rübergehen. 33 ist ja gleich daneben. Das können wir ja jetzt gleich mal machen. Ey, Mann, jetzt hab ich versehentlich auf der falschen Seite geklickt. Ey, Mann, oh Mann. Naja, egal. So. Was ist denn hier los? Das verstehe ich nicht. Ich mach das jetzt aus hier, den Verkehr. Das geht mir voll auf den Sack. So, gibt jetzt keinen Verkehr mehr. Scheißegal. So. Genau, also Feld 33 ist ja dann quasi hier. Ist das dit hier? Nee. Doch, das ist das. Das ist das Feld. So, hier wenn wir jetzt. Hier haben wir zum Glück keine Kollision. So, dann ist das hier nämlich.
alles. Hier Feld 33. So, wir binden das jetzt erstmal nur standardmäßig an. Das können wir natürlich alles noch erweitern. Das werden wir auch noch erweitern. Das ist dann, wenn wir hier anfangen müssen, irgendwelche Sachen wegzufahren, dann müssen wir das erweitern. Dann müssen wir das halt, dann muss man quasi von hier aus dann zum Feld 33 kommen, von der anderen Seite. Das zeige ich dann alles, wenn es soweit ist. Das brauchen wir jetzt aber alles erstmal noch nicht. Deswegen machen wir das erstmal so. So, wir müssen jetzt wieder groß generieren, das heißt über diese Programm. Feld auswählen, Rundkurs, also Vorgewendebahnen sind halt quasi diese ringsherum Bahnen hier. Da wir eine 36 Meter Feldspritze haben, ist halt nur notwendig, eine einzige Vorgewendebahn zu befahren. Das reicht. Hui. Das reicht fürs Feld. Wir werden bestimmt irgendwann mal auch auf die andere Karte wieder gehen. Ich habe ja noch eine weitere Karte, die ich hin und wieder mal spiele. Das heißt hin und wieder, also die spiele ich halt nebenbei noch mit am meisten. Und bei der ist das dauert das alles schon ein bisschen länger. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal den Schwader. Schwadern war das ganze Ding mal vernünftig weg da. Ich glaube mal schon, dass das Sinn macht dann. So. Au, au, au. So. Fahren wir jetzt mal. Wir fahren jetzt mal von der Seite, denke ich mal. Sparer sinken. Sparer sinken und anschalten und dann sollte das eigentlich, uiuiui, sollte das eigentlich jetzt hier am Rand ist halt echt, echt ein bisschen doof, aber naja, was soll man machen, ne? Am Rand geht das halt nun mal leider nicht anders. Oh Mann, ey, diese ganzen. Ja, ich muss hier auch einmal am Rand lang fahren, einfach damit, ja, einfach damit das am Rand weg ist hier. Dann machen wir das schon. Man versucht sein Bestes, ne? Ist halt, ja, sieht halt einfach aus, ist aber nicht ganz so einfach. Hier, da kommt man halt hin, mal öfter in den Baum oder sowas. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Jetzt fahren wir die große Bahn. Das interessiert uns da erstmal nicht. Da müssen wir jetzt quasi ein bisschen aufpassen, dass alles nicht so wild
sage ich mal, also wir können jetzt im Prinzip auch das Zeugs, was wir jetzt da haben, erstmal einsammeln. Das geht schon. Feld 36, naja, müssen wir schauen, wie das so wird hier. Feld 36 ist ja noch relativ klein, das geht ja alles noch. Aber wir legen das jetzt quasi alles in Bahnen und dann können wir das einsammeln und dann werden wir Ballen pressen. Dann werden wir die Ballen abholen und dann werden wir die Ballen wegfahren. So ist der Plan. Ich finde das eigentlich ist eigentlich so an sich eine entspannte Sache, muss ich sagen. Das wirklich, das kann man so nebenbei mal machen. Also nebenbei läuft halt irgendwas anderes drin quasi und da kann man ja dann nebenbei auf jeden Fall diese Tätigkeit machen, hier das mit dem Schwadern und das alles. Ja, das ist eigentlich nicht so verkehrt. Wenn man das dann erstmal einsammelt, dann können wir halt den Rest neuen, können wir den Rest mal schwadern, aber wir können auch über den Rest einfach rüberfahren. Das funktioniert jetzt hier in der Simulation zum Beispiel auch. In echt, glaube ich, würde das ein bisschen schwieriger sein, aber in der Simulation funktioniert halt sowas ab und zu. So. So, das sind aber so oder es sind halt so Sachen, die halt schon so ein bisschen ja, langfristiger sind, ne? Wo man halt schon ja, da zeitlich ja, ein bisschen planen muss. Gerade die Folgen, denn nicht zu lang wären, würde ich in der Situation, also ich würde jetzt vielleicht, jetzt sind wir ja mit dem Schwadern gleich fertig. Jetzt können wir quasi das Ding mal abschalten. Können das Ding mal heben. Können das Ding mal zuklappen und dann gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, inwiefern wir das jetzt schaffen, da mit der Ballenpresse ein bisschen was einzusacken. Notfalls müssen wir halt mit dem Schwader dann nochmal ein bisschen nachmachen. Das ist jetzt hier nicht sauber geschwadert, weil das Feld ist halt, ja, ist halt auch nicht so schön. So, wir machen jetzt. Ziehen jetzt das Ding hier mal ein bisschen weiter weg. Denn wenn wir hier die Ballenpresse, die brauchen wir definitiv. Ballenpresse, die können wir schon mal aufklappen. Hallo? Das war schon, okay, das war schon. Wir müssen hier diesen Pickup senken. Und dann müssen wir hier die Ballenpresse anschalten. Ja, so. Dann haben wir Rundballen abladen. Ja, müssen wir hier natürlich wieder mal gucken.
passt schon ganz gut. Lohndienstleistung ist abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt in das Fahrzeug einsteigen und können den Fahrer entlassen. Können das hier fertig machen. So, warte mal, wir haben jetzt, das haben wir jetzt abgeschlossen. Das können wir natürlich auch noch machen. Weiß was, ich werde jetzt eine Sache werde ich ausstellen, weil ich die ab, ich mag das halt nicht. Das ist halt, ist halt leider so. Das machen wir mal aus hier. Das finde ich blöd, nämlich diese Pflügen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und das finde ich immer blöd. So. Ja, das können wir eigentlich auch akzeptieren. So, also wir gehen jetzt erstmal rüber zu Feld 38, denke ich. 38 war das nächste, glaube ich. Ne, 38. 22, oder? 22, warte mal. Mann, wo waren wir denn? Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.